Okay, weiter geht's. Wieso wieder zum Trainingszentrum? Naja, mal sehen. Ich gehe mal kurz da rein, um zu sehen, ob da irgendwelche neuen Attacken für mich sind. Ja, ich will kaufen. Blendschuh, Shaolin-Attacke, Donnerbombe, Totalschlag, Feuerpunkt, Superbrille, Aurora-Dribbling. Klingt irgendwie für ein Atom-Dribbling. Erdbebenspende, Dreherblocke, Bomben-Idee. Das ist so eine Scheiße. Total-Power-Schild. Leitor. Ist nicht so viel, was mich so anspricht. Okay, dann geht's einfach mal nach oben. Karte. Gehen wir also zu Naneverland. Und schauen uns mal an, was da zu trainieren gibt. Wenn die mir sagen wieder, dass ich trainieren gehen soll. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe schon echt genug trainiert. Ich glaube, ich kann jetzt jeden ficken. Yay! Oder noch nicht. Ich muss schon ein höheres Level sein. Ich bin gerade so 30 mindestens mit jedem. Und das reicht ja. Welches Level war ich denn davor? Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, 5 Level. Bin ich aufgestiegen? Und was jetzt? Und was will ich jetzt machen? Soll ich jetzt trainieren oder was? Trainieren. Echt jetzt? Nicht euer Ernst, oder? Ich muss jetzt wirklich trainieren. Oh, okay. Na klar, dann zeige ich mal kurz. Das hier, TP-Training. KP-Training. Das wird ein Spaß, das wird ein Spaß. So. Das wird easy. Easy peasy. Seht ihr, das sind alles neue Gegner, die man schon kennt. Und ihr habt eine neue Attacke gelernt. Prisma. Geschoss. Da oben. Level, ich versuche gerade die Sache zu leveln, dass es plus 1 wird. Kann man auch nie schaden. Weiter so, Raimon! Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das hier gemacht habe, ich habe einfach Trikot geändert. Ich zeige euch das mal, wo man es macht. Damit keine Fragen wieder kommen. Inventar, Trikot. Hier kann man das einstellen. Ich habe gerade Riders Trikot. Welches Trikot kann ich sonst noch nehmen? Schau mal das hier. So, jetzt sehen wir mal uns das an. Ah, das ist wieder so geil. Die sollte ganz gut schießen, weil das muss sie ja leveln. Eigentlich ist das gerade unnötig, aber was soll man machen? Tolles Tor! Komm, beeil dich. Ich brauche nicht alle Zeit der Welt. Okay, die kriegt auch gleich ihr Level ab. Okay, mal sehen, mal sehen. Vielleicht finde ich jetzt eine Truhe hier. War mir irgendwie schon klar. Mit Mineralwasser, eine Tür hat sich geöffnet. Das ist geil. Die Mama heben.
Vielleicht klappt es hier. Hast du einen Schuss? Oho, da hat jemand geblockt. Weißt du was hier? Du wolltest nicht anders. Jetzt leide mal ein bisschen. Die anderen Attacken, wo ich schon plus 1 habe, versuche ich auch gerade zu plus 2 zu machen. Kann ja nicht schaden. Tolles Tor! Ach, immer wieder dieser Hitlergruß. Aber bei Stormwall passt es ja irgendwie. Level 30 ist sie jetzt. Yay! Yeah. Ich muss gleich die TP von den jeweiligen wieder aufhören. So. Kurzen Prozess. Ja, das ist easy. Weiter so, Raimund! Ach ja, kurze Info zu den Leuten, die Monster Tail irgendwie anschauen. Ich habe fast alle Formen jetzt herausgeholt, von der Babyform und von der Teenagerform. Und ich muss jetzt mal von der Erwachsenen. Dann habe ich das, danach habe ich fast alle Formen durch und lerne auch deren Spezialattacken, damit ich am Ende bisschen zu stark bin dann beim Boss. Was sind die denn hier? Muss ich das jetzt verstehen? Powerriegel, gehen wir mal. So. Okay, das habe ich jetzt. Was sind die hier? Sind hier Truhen? Anscheinend keine. Habe ich jetzt eine Chance gegen den? Mal sehen. Willkommen, Raimon! Ich wusste, ihr würdet hierher kommen. Genau wie ich es vorhergesehen habe. Epsilon! Ah, das sind also diese Alice-Akademie-Typen. Falls ihr irgendjemanden plant, meinen Schätzchen zu virtualisieren, muss er erst an mir vorbei. Zoe, beruhige dich. Ich habe geschworen, dass wir ein Rückspiel haben werden, um euch die Trachtprügel zu geben, die ihr verdient. Was haltet ihr von dieser Trainingseinrichtung? Der perfekte Ort für ein Rückspiel, oder? Lord Valin, sieh mal, was ich hier gefunden habe. Die sind hier in der Einrichtung herumspaziert. Zoe, was macht ihr denn alle hier? Hey, Finger weg von meinen Freunden. Das könnt ihr nicht machen. Entschuldigen, Zoe. Wir sind hier runtergekommen, um nach Hinweisen zu suchen, die uns zu Alice führen. Wir dachten, Erik wäre beeindruckt und würde sich sogar noch mehr in dich verlieben. Das hättet ihr mir sagen müssen. Zoe, mach dir keine Sorgen um uns. Kümmere dich einfach um die Alice-Spieler. Ja, lass die Weltraum-Fieslinge bloß nicht damit durchkommen. Warte, das ist genug. Das Triple C-Motor ist ein für alle Mal, ist einer für alle und alle für einen. Ich kann meine Freunde nicht einfach im Stich lassen, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Zoe. Oh. Dolly, wir werden tun, was du sagst. Sollen wir sie als Gefangene nehmen und mit der Raimund-Elf verhandeln? Du armselige Kreatur, ich habe dir nicht erlaubt, Fragen zu stellen. Lord Valin? Unser einziges Ziel ist es, Raimund zu besiegen. Wir brauchen keine Gefangenen. Ich möchte ein faires Spiel gegen Raimund in einem Spiel unter Gleichen. Wie bitte? Deswegen haben wir ihnen Zeit zum Trainieren gegeben. Ich habe mich darauf gefreut, ihnen in bester Verfassung entgegenzutreten. Lord Valin, warum erlaubst du ihnen das als Kapitän von Epsilon? Jetzt verstehe ich, deshalb haben sie das letzte Mal aufgegeben.
Nimm das letzte Match als eine Lektion. Eine Lektion darüber, wie vollkommen sinnlos es ist, gegen uns anzutreten. Wir werden genau das Spiel, das ihr so liebt, gewinnen, um euch auf grausame Weise eure Schwächen zu zeigen. Und dann, wenn ihr alle eure Schwächen erkannt habt, werdet ihr vor uns niederknien. Du spuckst ja ganz schön große Töne. Wir sind viel besser als je zuvor. Diesmal werden wir Epsilon schlagen. Wir müssen an uns glauben. Na los, Leute, zeigen wir ihnen, was wir auch drauf haben. So, jetzt wenn mal ein bisschen... Setze Zoe in dein Team. Ach, wieso die? Wieso? Ach. Wieso soll ich diese Bitch immer im Team haben? Warte, wo ist die? Hä? Bist du irgendwo da? Da bist du ja. Wieso sind Erik und so? Wieso sind die irgendwo... Ach. Ende. Wieso in die Startaufstellung? Was soll diese Bitch bei mir? Nathan, raus. Du hast ja nichts zu suchen. Und du, für wen sollst du reinkommen? Ach, weißt du was, du kommst für ihn rein. Obwohl... Ach, wenn das Spiel von mir das verlangt, dann mache ich das einfach mal. Das regt mich jetzt gerade auf, dass ich diese Bitch bei mir haben muss. Na, lieber Trainingszentrum. Wieso muss ich ausgerechnet die bei mir haben? Ja, darauf habe ich gewartet, diese Begeisterung. Ich verspüre Freude in jeder Zelle meines Körpers. Vorfreude auf das Aufeinandertreffen mit Raimon. Dwalin, warum benimmst du dich plötzlich so seltsam? Dies ist das alles entscheidende Spiel. Gebt euer Bestes. Dies soll das letzte Mal sein, dass wir uns Epsilon stellen müssen. Ich wette, bei meinem Glück muss ich zweimal. Wird gemacht, Trainerin. Los, wir zeigen Ihnen, wie gut wir wirklich Fußball spielen können. Jetzt werden wir ein bisschen erst getretet. Ja, komm. Ich will die nicht bei mir haben. Guck, wie die aussieht. Minimaus? Okay. Dir kann man auch nicht mehr helfen. Ich weiß jetzt schon, wen ich mir abwerben werde. Epsilon werde ich mir abwerben, aber richtig. Ich bin viel besser. Gretchen. Okay. Wieso hat der keine TP verloren? Ach, jetzt kommt dieser extreme Terrorangriff hier. Wieso verlieren die kein TP? Das macht keinen Sinn, wieso verlieren die kein TP? Nur KP, okay. Ist ja schön. Das hat keinen Sinn. Ich muss kassieren. Dieses Spiel macht keinen Sinn. Tor! Ihr verschwendet eure Zeit! Ach so. Weiterspielen. Und das ist dann wohl ein Tor. Guter Schuss, aber der nächste hält sich sicher. Oder ich versuche einfach mein Glück mal. Okay, es klappt. Schießen wir mal einfach. Ich hab keinen Bock, meine TP jetzt für diese Scheiße zu opfern. ETF? D
durchsetzen. Okay, ich habe eine Chance gegen die. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich habe eine Chance gegen die. Ja, geht klar. Und wir sehen uns das nächste Mal.